Geschmack gefunden. Und es geht um das liquide Erinnerungskonzentrat. Hört sich sehr spannend an. Teuflisch Lecker ist dabei ein künstlerisches Projekt zwischen Getränkemonopolen und dem Kunstmarkt. Wir können gespannt sein, was es mit diesem liquiden Erinnerungskonzentrat auf sich hat. Jetzt zu Gast Hella Sinnhuber von Teuflisch Lecker. Herzlichen Dank. Ja, ich stelle Teuflisch Lecker vor, ein Kreativunternehmen der Kulturwirtschaft. Was hat es damit auf sich und was heißt Teuflisch Lecker übersetzt? Ich meine ganz klar, definitely delicious, Teufels Lecker, Teuflisch Lecker. Hi, ik ben Annemarie, ik kom uit Nederland. Deviciously delicious, Teufels Lecker, Teuflisch Lecker. Hi, my name is Mardu. I'm from the Netherlands. Devilishly delicious. Teuflisch lecker. Hello, my name is Frank, here at the Realness Festival, and I'm living in Amsterdam. Devilishly delicious. Duivels lecker. Teuflisch lecker. Ich bin Hans Klar. Devilishly delicious. Duivels lecker. Teuflisch lecker. Hi, ich bin Annemarie, ich komme aus Nederland. Ich glaube, das wiederholt sich, da können wir aufhören. Teuflisch Lecker ist interkulturell spannend, weil man kann es tatsächlich nicht in viele Sprachen übersetzen. Teuflisch Lecker, das sind wir. Mein Name ist Hella Sinnhuber, ich bin Komplementärin und mein Papa-Band C. Dietrich ist heute nicht dabei. Er hat das erfunden, was sich dahinter verbirgt und ist Künstler und Kommanditist von Teuflisch Lecker. Wir hatten es in dem Programmprospekt schon angekündigt. Es ist kompliziert und es ist einfach. Auf jeden Fall steht es für Lebensfreude, wie Sie gerade gehört haben, für viel Spaß und ein positives Lebensgefühl. 2002 haben wir aus einem Kunstfestival heraus, das war nicht geplant, einen Geschmack erfunden, der heute tatsächlich als Hugo bundesweit in der Gastronomie und im Handel zu finden ist. Unsere Boddenbowle, wir sind ohne Geld gestartet und haben auch bis heute keins bekommen, ging als flüssige Skulptur eben ihren eigenen Weg als liquides Erinnerungskonzentrat und befindet sich heute, auch nach 11 Jahren, 2002 wurde es erfunden, im Spannungsfeld zwischen Kunst, Kultur, Wirtschaft und Standortmarketing. Teuflisch Lecker ist ein künstlerisches Projekt zwischen den Getränkemonopolen und dem Kunstmarkt mit dem Ziel, einer Region, einem Ort und den Menschen eine Identität zu geben. Viele unserer Projekte verfolgen seit 1999 diesen sogenannten Spillover-Gedanken, Kapital und Kultur zu vermehlen, um im Win-Win neue Perspektiven und Märkte für Unternehmen und Zielgruppen zu öffnen. Hier noch einmal die Formel Boddenbowle. Die flüssige Skulptur ist das liquide Erinnerungskonzentrat für das Erlebte. Es ist tatsächlich so, dass die meisten von Ihnen mit Holunderblüten eine ganz bestimmte Geschichte verbinden. Holunderblüten transportieren Bilder aus der Vergangenheit, die Sie jetzt in der Gegenwart immer dann, wenn Sie mit Holunderblüten in Berührung kommen, in ganz andere Sphären bringen. Das heißt, die Bilder der Vergangenheit vermählen sich mit der Gegenwart und setzen sie in einen Zustand, den wir beobachtet haben, dass Menschen uns Geschichten erzählen, davon hätten wir nicht geglaubt, dass wir sie hören würden. Mit diesem liquiden Erinnerungskonzentrat sind wir auf Messen und Märkte gegangen und haben es natürlich auch genauso weitergegeben. Wie hat es sich entwickelt? Von der Kunst zum Produkt. In der ersten Phase haben wir 1999 viele Kunstfestivals veranstaltet bis 2002. In der zweiten Phase haben wir gemerkt, dass unser Produkt tatsächlich von alleine im Bundestag angekommen war. Der Landtagsabgeordnete von Mecklenburg-Vorpommern hat die Geschichte vom großen Künstler-Happening erzählt. Über 100.000 Besucher hatten wir damals. In Phase 3, 2010 bis heute, haben wir das Projekt professionalisiert, die flüssige Skulptur, und eine KG gegründet, um die Markenrechte irgendwann zu verkaufen und aus dem Ideengut etwas Neues zu entwickeln. Hier noch einmal Bilder. Wir haben Kunstfestivals inszeniert an Stellen, wo normalerweise die Menschen mit Kunst nicht so viel zu tun haben, zum Beispiel am Strand im Urlaub, wo sie auf einmal staunen und anfassen und in Berührung kommen mit dem, was sie bis dahin auch nicht kannten. Phase 2, eben die Gründung von Teuflisch Lecker. Das Ganze ist entstanden am Bodden. Mein Herz schlägt dort, weil meine Mutter kommt aus Greifswald. Meine Kinder sind ins Ruhrgebiet eingewandert. In Greifswald bzw. am Bodden, oben in Mecklenburg-Vorpommern, machen über 5 Millionen Menschen jährlich Urlaub. Es galt, ein etwas Identitätsstiftendes für diese Region zu entwickeln. Und bei 5 Millionen Besuchern war unser Gedanke, müssten doch 10% auf jeden Fall Boddenbowle trinken wollen.
Wir haben eine Produktfamilie ins Leben gerufen, Teuflisch Lecker, das ist die Boddenbowle Holunder und Boddenbowle Rhabarber, ist auch heute als Barbara im Handel. Dazu gibt es ein Wintergetränk, den Boddenpunsch, der nach wie vor ein großes Alleinstellungsmerkmal hat, weil er schmeckt überhaupt nicht nach Glühwein und nach Winter. Ein Holunder-Beerenlikör, den Boddenbommel und den Holunder-Geist als Boddenbrenner. Alles für den Bodden. 2009 kam dann noch Holy Bowly, die heilige Bowle, dazu, als matt gebürstete Aluflasche für die Event-Gastronomie. Unsere Verbreitung haben wir nach wie vor schwerpunktmäßig oben zwischen Hamburg, Berlin, Rügen, aber auch in München haben wir eine Spitze, in vielen Münchner Biergärten, bis hin auch nach Österreich hinein gibt es uns. Wir sind vertrieben über den Getränkefachgroßhandel, die Gastronomie, ausgewählte Edeka-Märkte, Feinkost, Online-Shop und Exklusivveranstaltungen. Da kommen wir zu Phase 3. Wir sind natürlich, haben gecovert prominente Veranstaltungen mit Barbara Schöneberger oder Elle Macpherson oder mit Frank Rosin, große Highlight-Events, wie auch das Hoffest des Regierenden Bürgermeisters in Berlin. Zur Historie noch einmal im Überblick. Mit Kunst sind wir gestartet. Boddenbowle vagabondierte dann am Markt bis 2005, bis wir erfuhren, dass sie in Berlin angekommen war, und dann haben wir die ganze Sache professionalisiert. Es ist ein ganz großes Marketingkleid drumherum, was wir auch alle komplett selber machen. Die Autos sind natürlich gebrandet als Teuflisch Lecker Logistik. Die Messeauftritte machen Spaß mit Leuchtmöbeln, LED und auch einer professionellen Verpackung. Wir wollen demnächst in den Einzelhandel gehen, in den Lebensmitteleinzelhandel. Dafür haben wir aktuell Dosen aufgelegt, Burgunder mit Holunder, damit man es besser sieht. Diesmal nicht mehr Alu, sondern Weißblechdosen, genau. Das Facelift für die Etiketten ist ein bisschen moderner geworden, denn die alten sind jetzt schon 12 Jahre alt, aber der Teufel am Boddenstrand wird bleiben. In den Medien waren wir natürlich im Laufe dieser Jahre, im Ruhrgebiet sind wir nicht so sehr bekannt, obwohl wir hierher kommen. Deswegen bin ich heute hier und freue mich sehr, dass ich hier einmal präsentieren darf, weil wir sind auch ständig aktiv und entwickeln Neues. Das bin ich. Mein Name ist Hella Sinnhuber. Ich bin von Hause aus Kulturwissenschaftlerin, Kulturvermittlerin, betreibe auch noch nebenbei ein Medienbüro und bin Trainerin beim WDR und bei der ARD ZDF Medienakademie. Bei der Kulturhauptstadt habe ich die Großprojekte begleitet, Schachzeichen, Stillleben und so weiter. Mein Partner Bernd Dietrich war Artist in Residence in Kanada, Calgary, hatte dann eine Gastprofessur, ist also Maler. Baut aber auch dreidimensionale Objekte, die immer wieder versuchen, eine Klammer zu sein und neue Ideen zu bringen, neue Sichtweisen, neue Geschmäcker, neue Wahrnehmung. Hier ein Spiegelkubus von 3,20 Meter Höhe, der vor kurzem in einem Sammlerpark entstanden ist. Noch eine andere Ansicht. Wir wollen Lösungen kommunizieren, Transformationen ermöglichen, vom Produkt zum Verbraucher hin zu neuen Märkten. Spillover heißt Übertragung. Aus der Kultur entwickeln wir Neues für die Wirtschaft. Möglicherweise mit dem Ziel, eine Stiftung zu gründen, das wäre das, was wir wirklich wollen, auf den Namen Artje, ein Haus für Künstler Ü50, um ihnen neuen Saft zu geben und die guten Ideen zu generieren für die Gesellschaft. Das war ich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Teuflisch lecker. Danke. Teuflisch lecker, vielen Dank.